Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 17. September. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen. Matthäus 6, Vers 16. Dass wir jetzt ja nicht den Herrn Jesus missverstehen. Er empfiehlt hier nicht einen Christenstand, bei dem man unbekümmert alles mitmacht, was die Welt zu bieten hat, und dabei voll Mitleid herabschaut auf die engherzigen Jesusjünger, die sich Sorgen machen um das Heil ihrer Seele und die darum nicht mitfahren wollen in dem bunt bewimmelten Schiff zeitlicher Zerstreuung. Nein, nein, einem solch unbekümmerten Christenstand will unser Herr nicht das Wort reden. Er spricht gerade von solchen Leuten, die es ernst nehmen, die Jesus nachfolgen und darum manches meiden, was der Welt gefällt. Der Herr nennt das Fasten, und es sollte den unbekümmerten Christen doch zu denken geben, wie selbstverständlich hier der Herr Jesus von solchen Fasten spricht. Also, zu Leuten, denen das alles klar ist, redet der Herr. Ihnen sagt er, es ist richtig, dass ihr es ernst nehmt mit eurem ewigen Heil. Aber dabei solltet ihr nicht so traurige Kopfhänger sein. Säuerlicher Jesusjünger, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Entweder ist man Jesusjünger, und dann geht es nach der Melodie, weicht der Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus tritt herein. Oder aber wir sind säuerlich, dann haben wir noch nicht viel gemerkt von der wunderbaren Gnade, die in Jesus Christus erschienen ist. Gewiss. Jesus-Jünger gehen durch Anfechtungen, von denen die Welt keine Ahnung hat, und bei ihnen geht es um ein tägliches Absterben der alten Natur. Aber wie schwer uns das fällt, das wollen wir allein mit dem Herrn ausmachen. Die Welt soll an uns sehen, wie glücklich und selig Jesus seine Leute macht. So will er uns haben. Herr, bringe du uns zurecht. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen. Aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.